Wenn du es anziehst, steigt die Leidenschaft in dir. Die Schuhe auf Hochglanz poliert. Die Anweisungen des Trainers verinnerlicht. Oben hörst du schon die Fans. Ein letzter Schluck aus der Pulle. Und dann weißt du, es ist soweit. Sie wollten schon immer mal wissen, wer die Nummer 1 im Fußball in Rostock ist? Denn neben dem FC Hansa gibt es 1 Kilometer weiter Luftlinie den Rostocker FC. Und der Landespokal macht es möglich, dass man das erste Mal seit über 30 Jahren in einem Pflichtspiel aufeinander trifft. Bevor wir aber bei gefühlt minus 10 Grad an einem Mittwoch um 14 Uhr klären können, wer die Nummer 1 ist, gibt es einen Beitrag über Michael Hartmann, den Co-Trainer des FC Hansa Rostock, der im letzten Jahr mit der A-Jugend Deutscher Meister geworden ist. Dies war bisher sein größter Erfolg als Trainer. Die deutsche Meisterschaft mit den A-Junioren der Kogge in der letzten Saison. Inzwischen ist der 36-Jährige im Trainerteam der Profis. Hier lenkt er zusammen mit Cheftrainer Peter Vollmann und Torwarttrainer Joe Stock die Geschicke des Teams. Dabei hatte der gebürtige Brandenburger nicht unbedingt vor, in den Männerbereich aufzusteigen. Ich wollte eigentlich schon im Nachwuchsbereich bleiben und wollte eigentlich nicht mehr in den Männerbereich gehen. Und die Konstellation ist aber so gekommen, dass Stefan Beinlich dort sportlicher Leiter geworden ist und mich dann gefragt hat, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ich dann eigentlich schnell Ja gesagt habe, um einfach auch für mich mal zu gucken oder besser gesagt aus einer anderen Sicht das mal zu sehen. Und dann, muss man eh nachher dann gucken, ob das für einen was ist, auf längere Zeit, oder ob man dann halt wieder eine andere Sache macht. Angefangen mit dem Fußballspielen hat Michael Hartmann 1981. 13 Jahre später dann der Sprung zur Berliner Hertha. Seine Premiere in Berlin, bei den damals in der zweiten Liga spielenden Hauptstädtern, gab Hartmann gegen niemand Geringeren als den FC Hansa Rostock. Mit der Hertha gelang aber nicht nur der Aufstieg in Liga 1, sondern auch der Sprung in die Champions League und sogar noch eine Station weiter. Unter dem damaligen Bundestrainer Rudi Völler gab Hartmann 2003 sein Debüt als deutscher Nationalspieler. Keine 2 Jahre später trat er den Weg an die Ostsee an. Zum Halbjahr hat Herbert Maron angefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, Hansa dort zu retten, also zu helfen und zu retten, dort nicht den Nichtabstieg. Und da musste ich halt auch nicht so lange überlegen, sondern habe mich dann entschieden, hier nach Rostock zu kommen. Nach der Profikarriere dann der Wechsel ins Trainergeschäft und wie schon erwähnt, wurde dieser nach kurzer Zeit mit Erfolg gekrönt. Da darf man also schon fragen, ob Hartmann der Erfolg quasi verfolgt. Und ob wir den FC Hansa womöglich bereits in der nächsten Saison eine Liga höher bewundern dürfen. Nein, die Ausgangssituation ist natürlich momentan so, dass wir Riesenchancen haben, dort aufzusteigen. Aber wir haben noch einige Spiele vor uns. Und ich hoffe einfach, dass wir die nötigen Punkte noch holen, um dann halt, wie gesagt, was wir uns alle irgendwo vorstellen, nächste Saison eine Klasse höher zu spielen. Aber wie gesagt, da müssen wir halt noch viel dran arbeiten. Aber ich bin da ganz optimistisch. 167 Bundesligaspiele, 120 Zweitligabegegnungen und 4 Länderspiele. Dazu Champions League gespielt und 2-mal den Aufstieg mit einem Verein in die erste Bundesliga geschafft. Inzwischen nun sogar auch einen deutschen Meistertitel als Trainer bei den Junioren in der Tasche. Also Harti, hoffentlich können wir am Ende der Saison einen weiteren Aufstieg als weiteren Triumph in der Aufzählung hinzufügen.
Also vom Co-Trainer Michael Hartmann nun zum Verantwortlichen des Rostocker FC. Und da stellt sich nun die Frage, Hansa Rostock eigentlich damals ein Traumlos gewesen, hat sich aber ein bisschen zum Albtraum entwickelt, oder? Ja, das habe ich mir schon so gedacht bei der Auslosung damals im Sportleim in Rügershagen, dass dort eine Menge Probleme auf uns zukommen. Diese Angst, das hat sie auch bestätigt, allein schon die Terminfindung, die Platzfindung, also es waren schon Wochen bei, das hat wirklich keinen Spaß mehr gemacht. Fühlen Sie sich da vom Landesfußballverband ein bisschen vernachlässigt, also gerade in der Hilfe? Naja, es gibt natürlich das Problem, dass Hansa spielt im Landespokal dieses Jahr zum ersten Mal und dass gleich bei der Auslosung, an diesem Tag, als das Los bekannt wurde, dass dort gleich vom Landesfußballverband gesagt wurde, also beim RFC dürft ihr so und so nicht spielen, da sind die sicherlich ein bisschen vorgepresst und das war ganz sicher nicht in Ordnung. Uns fehlt die Unterstützung dann des Landesfußballverbandes und es fehlt auf jeden Fall ein Konzept des Landesfußballverbandes, wie man mit Hansa in dieser Pokalrunde umgeht. Am Mittwoch um 14 Uhr wird nun praktisch geklärt, wer die Nummer 1 der Stadt ist. Sportliche Voraussetzungen sind beim Rostocker FC da eigentlich nicht so wirklich gegeben, da die Fußballspieler dort noch zu arbeiten müssen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wir wussten bis heute Mittag nicht, also unser Trainer wusste bis heute Mittag nicht, wer hier heute wirklich aufläuft, wer frei bekommt von seinem Arbeitgeber. Ja, Mittwoch um 14 Uhr, also ich gehe schon 30 Jahre zum Fußball, aber an diesen Termin, an so einen Termin, also kann ich mich nicht erinnern. Ich glaube auch keiner der Anwesenden war schon mal an einem Mittwochnachmittag um 14 Uhr jemals beim Fußballspiel. Okay, dann danke ich kurz für die Aussagen. Trotz der ganzen Hindernisse hoffen wir natürlich auf ein schönes Fußballspiel und wir wollen natürlich jetzt sehen, wer die Nummer 1 in der Stadt ist. Lange dauerte es, dann endlich stand er fest, der Termin für das Achtelfinale des Landespokals. Gespielt wurde also schließlich an einem Mittwoch um 14 Uhr. Dennoch kamen rund 1000 Fans ins Volksstadion, um zu sehen, ob der Rostocker FC den großen Nachbarn ärgern konnte. Und die erste Riesenchance im Spiel hatten dann auch die Mannen vom RFC-Trainer Christoph Stoll. Scholz schüttelte hier René Lange ab, verfehlte dann aber knapp das Gehäuse. Langsam schien anschließend der Hansa-Zug ins Rollen zu geraten. Konnte RFC-Keeper Johannes Schnepf ein paar Mal noch rechtzeitig retten, musste er in Minute 29 hinter sich greifen. Nach einem Freistoß von Jevluschkin köpfte Blum zur Führung. Mit diesem einen Treffer sollte schließlich auch in die Pause gehen. In Hälfte 2 dann nichts mehr von Hansas optischer Überlegenheit zu sehen. So hatte er, der Rostocker FC, mehrmals die Chance zum Ausgleich. Die größte von Scholz, der die Hintermannschaft der Kogge durchaus zu beschäftigen wusste, parierte Müller großartig. Nach der Partie war es nicht mehr als ein Arbeitssieg für den Zweiten der dritten Liga, der zum Ende der Partie sogar noch Glück hatte. Okay, 1-0 ist es ausgegangen, das Stadtderby. Nehmen uns nun Peter Vollmann. Welche Erkenntnisse erzieht man aus so einem Spiel? Ja, dass wir in der ersten Halbzeit ordentlich gespielt haben, dass wir fußballtechnisch klar die bessere Mannschaft waren, unsere Torschancen nicht genutzt haben und in der zweiten Halbzeit einfach völlig aus dem Spiel rausgekommen sind, uns selber rausgespielt haben, durch viele individuelle Fehler haben dadurch den Gegner noch aufgebaut und dann hätte man auch noch ein Tor kassieren können. So sind wir froh, dass wir dann auch in der zweiten Halbzeit das Spiel glücklich nach Hause gebracht haben. Sie haben schon angesprochen, die besseren Chancen hatte durchaus der Rostocker FC, oder? Der hatte dreimal nur 100%ige sozusagen. Ja, die hatten wir letztendlich in der ersten Halbzeit auch, wo wir auch zwei, drei gute Möglichkeiten hatten, die auch gut waren. Und das hat sich pari dann hinterher ausgeteilt. Und wie gesagt, wir haben in der ersten Halbzeit verpasst, so ein Spiel, was auch wichtig ist, dann mit zwei, drei Toren zu begleiten und Chancen nicht genutzt. Und dann bekommt man in der zweiten Halbzeit auch die Probleme. Heute haben Spieler aus der zweiten Reihe auch teilweise gespielt. Wer hat sich da eigentlich aufgedrängt? Ja, das in der ersten Halbzeit haben sich fast alle aufgedrängt, indem sie sehr gut gespielt haben. Und in der zweiten Halbzeit hat sich genau das Gegenteil ergeben, dass sich keiner aufgedrängt hat, sondern mehr durch individuelle Fehler sich keiner aufdrängen konnte. Und ja, das ist die Erkenntnis aus dem Spiel, dass wir eben auch die Leute aus der zweiten Reihe, hat jeder gesehen, dass da in der einen oder anderen Situation noch ein Stück fehlt, ganz, ganz besonders zum Ende hin. Und ja, wir sind froh, dass wir eben auch eine erste Reihe haben, wobei ich jetzt aber nicht nur in der ersten Halbzeit noch gut, aber in der zweiten Halbzeit haben wir einfach miserabel gespielt.
Mittwoch, 14 Uhr ist nicht gerade eine optimale Anstoßzeit für ein Fußballspiel. Da fragt sich Landespokal eher eine mühsame Pflicht, als dass es wirklich Spaß macht, hier zu spielen? Nein, ich denke, generell ist es so, dass unter den Bedingungen es, glaube ich, für keinen Fußballer riesig Spaß macht zu spielen. Der Platz ist hart gefroren. Äußerlich ging es zwar von den Temperaturen, aber man sieht, der Platz ist auch in keinem guten Zustand. Er ist holprig und da ist es schwer zu spielen. Aber man muss immer beibehalten für beide Mannschaften. Und da hat man in der zweiten Halbzeit den großen Unterschied nicht gesehen. Letzte Frage, und das haben wir schon angesprochen, ist ein junger Spieler, Pelle Jensen. Wie hat der sich heute gemacht? Pelle ist leider verletzt durch auch wieder so eine schwierige Situation, die wir selber heraufbeschworen haben, sich der Spieler dann verletzt. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist. Und er hat im Großen und Ganzen, hat er bis zu dem Zeitpunkt, als er gespielt hat, hat er auch nicht gespielt. Okay, dann danke ich Herrn Vollmann. Viel Spaß noch weiterhin. Danke. Und wir haben schon Pelle Jensen angesprochen. Über den gibt es jetzt einen Beitrag. Fahren statt draußen laufen und trainieren. Das steht für Pelle Jensen nach seinem ersten Pflichtspieleinsatz bei den Profis auf dem Tagesplan. Der 18-Jährige ist einer der jungen Wilden aus der Nachwuchsakademie, die auf sich aufmerksam machen. Den hierzulande seltenen Vornamen verdankt Pelle der schwedischen Literatur. Ja, also meine Mutter ist ein Fan von Astrid Lindgren und da gibt es ein Buch, Pelle zieht aus. Und, den Namen fand sie dann ganz gut. Und also jetzt komme ich auch ganz gut klar damit. Früher in der Kindheit war es halt ein bisschen manchmal komisch, weil ja, einige haben mir schon was gesagt, aber das, nur jetzt fühle ich mich auch wohl mit dem Namen. Zwar ist sein Vorname in Mecklenburg-Vorpommern recht spärlich vertreten und man könnte meinen, wenn bei den Profis laut Pelle geschrien wird, dann kann nur einer gemeint sein, aber weit gefehlt. Der Pelle. Der dreht sich um, der heißt halt Pelle in der Mannschaft und deswegen, er bleibt auch Pelle und ich bin dann halt ja, jemand anders, also Jenner oder teilweise auch Pelle, aber er ist halt häufiger gemeint als ich und ja, ich drehe mich aber auch um. Bereits in jüngsten Jahren begann der Blondschopf, sich mit dem runden Leder vertraut zu machen. Und nach kurzen Anfangsjahren bei Warnow Papendorf ging es bereits mit 8 Jahren zur Kogge. In der letzten Saison dann der große Wurf für den Abwehrrecken. Auch mit Hilfe seiner starken Leistungen gewann die A-Jugend des Vereins die deutsche Meisterschaft. Kein Wunder also, dass Pelle genau wie Kevin Müller, Tommy Gruppe, Tom Tribul, Lukas Albrecht und Kevin Panewitz im Radar von Peter Vollmann und Michael Hartmann ist. Aber nicht nur hier, sondern auch beim DFB. Den Adler auf der Brust trug er nämlich bereits in mehreren Jugendauswahlmannschaften. Neben dem Fußball gilt es aber auch noch, die Schulbank zu drücken. Ja, und die Mauer sollte halt als Schutz gegen antisozialistische Länder dienen. Nach geschafftem Abi soll anschließend das Studium folgen. Trotz des schulischen und später akademischen Stress soll aber eines nicht aus den Augen verloren werden: der Durchbruch bei den Profis. Ja, zum Ende haben wir noch einen der zahlreichen Fans hier erlebt, sozusagen. Sebastian Spiek, Weltmeister im Mittelgewicht. Sebastian, bei eisiger Kälte hergekommen. Warum? Ja, zum einen, weil ich den Trainer, den Christopher Stoll, sehr gut kenne. Der hat früher auch mal geboxt und dementsprechend habe ich natürlich heute die Daumen gedrückt, auch wenn es gegen Hansa geht, was ja eigentlich mein Lieblingsverein ist. Aber ich war heute für eine Außenseiter. Die Sensation lag ja auch lange Zeit in der Luft. Leider hat ein bisschen das Glück gefehlt, aber na gut, sind wir ordentlich durchgefroren, aber haben trotzdem, denke ich mal, ein schönes Spiel gesehen. Ich wollte gerade sagen, da hast du eigentlich der verkehrten Mannschaft eigentlich die Daumen gedrückt, oder? Oh ja, der verkehrten Mannschaft. Für Hansa Rostock wäre die Welt jetzt nicht untergegangen, wenn sie heute mal ausgeschieden wären. Aber für den EFC wäre es natürlich eine Riesensache gewesen. Und man hat ja auch gesehen, dass sie das Zeug dazu hatten. Ne? Sehen wir dich jetzt auch öfter wieder im Ostseestadion, oder? Ja, auf jeden Fall, klar. So, wenn ich Zeit habe und vor allem, wenn es ein bisschen wärmer ist, dann bin ich wieder dabei. Letzte Frage ist ein sportlicher an dich. Wie geht es für dich jetzt weiter? Ja, ich denke, dass in den nächsten Tagen offiziell bekannt gegeben wird, wer der nächste Gegner ist. Ich kann momentan noch nicht drüber sprechen, aber ich denke,
Es wird eine gute Sache. Okay, dann sehen wir den Weltmeister nämlich öfters. Danke dir, Sebastian. Und das war's mit dem Magazin. Für Sie gibt es zum Schluss noch das Gewinnspiel. Viel Spaß damit. Mit dem Heimspiel am Samstag gegen den SV Babelsberg bestreitet die Kogge bereits ihr 7. Pflichtspiel im Monat Februar. Das Hinspiel gegen die Mannschaft aus der Filmstadt konnte das Team von Trainer Peter Vollmann mit 2:0 gewinnen. Björn Ziegenbein und Marcel Schied hießen damals die Torschützen. Wollen wir hoffen, dass die englischen Wochen für die Ostseestädter am Wochenende ein positives Ende finden. Und für das nächste Heimspiel gegen Kickers Offenbach verlosen wir wieder 5x2 Eintrittskarten. Schreiben Sie hierfür eine E-Mail an gewinnspiel@juni-media.com.